Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Ukraine, wo alles auf schwere Kriegsverbrechen hindeutet und fragen, wie weit soll die EU, soll der Westen in den Sanktionen gehen? Soll es jetzt diesen Gasboykott geben, der Österreich hart treffen würde? Soll gar die NATO militärisch eingreifen? Oder was kann Putin stoppen? Mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich Karl Habsburg-Lothringen, Präsident der Pan-Europa-Bewegung in Österreich. Sie sind auch Medienunternehmer und betreiben den größten Radiosender in der Ukraine, war noch vor kurzem dort. Das ist richtig, ja. Eva Ernst-Cicic ist außenpolitische Sprecherin der Grünen und Menschenrechtssprecherin, war auch jetzt häufig bis zur Grenze an der Ukraine und sehr engagiert dort. Ich begrüße sehr herzlich den Botschafter der Ukraine in Österreich, Wassyl Kiminets. Danke fürs Kommen. Ursula Stenzel ist in unserer Runde. Sie haben sich schon 2004, 2005 intensiv mit der Demokratiebewegung in der Ukraine auseinandergesetzt. Damals waren Sie ÖVP-Abgeordnete im Europaparlament, dann bei der FPÖ. Sie werden uns Ihre Zwischenposition da darlegen. Und jetzt bin ich parteilos, jetzt um parteilos, es klar zu sagen. Genau. Ja, genieße das. Ja, aber Sie analysieren die Lage dort. Und Wolfgang Petritsch ist bei uns. Sie waren im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina tätiger Spitzendiplomat, dort Sondergesandter der UNO. Und mich würde sehr interessieren, was Ihr Blick jetzt auf diese Lage jetzt ist. Damals hat die NATO eingegriffen, damals gab es Massaker. Und das würde mich interessieren, was Sie sagen. Aber ich würde zuerst mit Ihnen beiden beginnen, Herr Habsburg. Sie waren ja gerade erst letzte Woche in der Ukraine. Sie betreiben dort einen Radiosender. Was sollte denn der Westen Ihrer Meinung nach tun jetzt? Wie hart sollten die Sanktionen sein? Ich glaube, die Sanktionen können gar nicht hart genug sein, weil wir nicht davon ausgehen können, dass es sich um eine Art kleinen Konflikt handelt oder einen Konflikt zwischen zwei Ländern handelt, sondern es handelt sich um einen Konflikt zwischen zwei Wertvorstellungen. Es sind die westlichen, freiheitlich-demokratischen Wertvorstellungen gegenüber totalitären Wertvorstellungen. Und wenn es um diesen Konflikt geht, glaube ich, ist es wirklich unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, hier die Ukraine, die momentan die westlichen Wertvorstellungen von Freiheit und Demokratie verteidigt, die wirklich so sehr zu unterstützen, wie es nur möglich ist. Wir können gar nicht hart genug auftreten. Herr Botschafter, heute hat Präsident Zelensky von der UNO gefordert, zu reagieren auf die Bilder, die auf Kriegsverbrechen sehr stark hindeuten von russischer Seite. Was fordern Sie denn an Sanktionen von der EU bzw. somit auch von Österreich? Ja, tatsächlich, unser Präsident hat heute eine Rede vor der UNO gehalten. Mhm. Übrigens, ich möchte bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass die Ukraine auch zu den Mitbegründern von UNO zählt, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und nach diesen schrecklichen jetzt Bilder, die für uns alle, die wir jetzt alle gesehen haben, wir meistens reden jetzt über Bucha, aber es gibt Irpin, es gibt andere Vororte von Kyiv, wie auch Borodjanka. Dann sage ich, es ist nicht jetzt einfach Krieg. Es ist eine Barbarei, eine sehr, sehr Barbarei in der schlimmsten Prägung. Und hier, glaube ich, muss die internationale Gemeinschaft sehr, sehr hart reagieren und maximale Sanktionen zu verwenden, weil letztendlich es geht darum, dass man den Aggressor stoppen muss. Von der anderen Seite durch die sehr, sehr starke Hilfe für die Ukraine, militärische, finanzielle, wirtschaftliche Hilfe, aber auch den Sanktionsdruck auf Russland, auf das Regime Putin. Und da geht es jetzt mal, was Sanktionen betrifft, alles Mögliche, Handel, Exporte, nur Russland wirklich sehr klar zu geben, sowas wird nicht toleriert und der Westen hier in diesem Zusammenhang muss wirklich sehr, sehr schnell reagieren. Beginnen wir mal mit diesen wirtschaftlichen Sanktionen. Da ist jetzt im Gespräch ein Gas- und Ölboykott bzw. überhaupt ein Importboykott gegenüber Russland. Jetzt ist gerade der Gasboykott etwas, wo Österreich sagt, das schaffen wir gar nicht bisher. Frau Cicic, soll sich Österreich trotzdem anschließen, falls mehrere Länder das fordern, wie es ja schon der Fall ist? Also grundsätzlich, es geht tatsächlich bei diesem Krieg um alles. Es geht um die Frage Demokratie versus Autokratie. Es geht darum, dass bei uns vielleicht im Europa
Ukraine ausgenommen, keine Bomben fallen, aber wir uns mitten in einem Wirtschaftskrieg befinden. Und ich glaube, wir müssen Klartext reden. Die fetten Jahre sind tatsächlich vorbei und dieser Wirtschaftskrieg wird enorme Auswirkungen auf uns alle in allen Mitgliedstaaten haben. Und ja, jede Sanktion, die wir setzen, hat unmittelbar eine Wechselwirkung auch auf unsere Wirtschaften in Europa. Deswegen ist ja die Frage so schwierig. Wie weit gehen wir hier? Ich bin der Meinung, wir müssen bis ans Äußerste gehen, weil Putin wird nicht aufhören. Es ist kein kurzfristiger Krieg, es ist eine imperialistische Idee dahinter. Er ist auf einer manischen Mission, wenn man so möchte, und man muss hier klare Kante zeigen. Aber natürlich muss man sich überlegen, und am Donnerstag werden weitere Sanktionen beschlossen, das ist gut, da geht es um Öl, da geht es um Kohle, da geht es um Holz, beim Gas. Welche Auswirkungen hätte das bei dieser großen Abhängigkeit, und darauf kommen wir ja noch zu sprechen, wie kommen wir überhaupt in diese Abhängigkeit? Was passiert, wenn wir tatsächlich das Gas kappern? Was passiert dann in Österreich? Haben wir dann nicht Proteste und Aufstände auf der Straße? Treiben wir nicht Leute hier in Österreich in die Armut? Und welche Folgewirkung hat es dann? Und wie lange sind dann die Leute noch solidarisch mit der Ukraine? Deswegen ist diese Frage so schwierig. Deswegen wird sie auch so im Detail verhandelt. Aber ja, ich bin der Meinung, wir müssen bis ans Äußerste gehen. Und darauf wird es wohl auch herauslaufen. Frau Stenzel, Ihre ehemalige Partei, die FPÖ, ist genau gegenteiliger Meinung. Die sagen, man soll die Sanktionen zurückfahren und die sind jetzt schon zu scharf. Wie analysieren Sie das denn? Also ich glaube, Sanktionen sind erstens einmal die Beruhigung eines schlechten Gewissens des Westens, der seit den ersten Äußerungen von Joe Biden ungefähr eine Woche vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gemeint hat, die USA und NATO-Staaten werden eingreifen, wenn ein NATO-Mitglied betroffen ist, aber nicht, wenn kein NATO-Mitglied betroffen ist. Ich habe das damals als ein Signal gesehen, dass man grünes Licht gibt für den Angriff, weil was soll Putin dann zurückhalten, wenn man sich so äußert? Daher gebe ich dem Westen und ich gebe vor allem dem amerikanischen Präsidenten ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung für den Ausbruch dieses tragischen Konflikts. Also Sie meinen, dass der Westen zu wenig reagiert hat, also dass man schärfer sein soll? Sie haben verbal ein falsches Signal gegeben. Und auch jetzt ist überhaupt kein Zweifel daran, dass es nur eine Beistandspflicht bei Artikel 5 der NATO gibt. Da die Ukraine aber nicht NATO-Mitglied ist, fällt diese Beistandspflicht im militärischen Sinne weg. Und da muss man sich natürlich überlegen, was tut man stattdessen? Natürlich die EU, und das weiß Putin ganz genau, der weder ein Wahnsinniger ist, noch ist er krebskrank, das gehört alles zur psychologischen Kriegführung offenbar. Er weiß, versteht es, die Haarrisse innerhalb der EU und innerhalb des Westens sehr geschickt einzukalkulieren. Und wenn Robert Habeck, Vizekanzler in der Bundesrepublik Deutschland, davon spricht, die Angst äußert, dass bei einem Gas- und Erdölboykott aus Russland eine Massenarbeitslosigkeit droht, dann weiß man, was man davon zu halten hat. Und natürlich ähnlich agieren wir. Alle Regierungen, die demokratisch gewählt sind, ob das Österreich ist, ob das Deutschland ist, England, whoever, die haben natürlich die Interessen ihrer Länder und ihrer Wähler im Auge zu behalten. Und ich muss das kurz bei Ihnen nachfragen. Die Position. Herr Kiminet, wenn Sie das hören, dass Menschen fürchten, eben, es gibt Arbeitslosigkeit bei einem Gasboykott, es werden die Preise steigen für so ziemlich alles, was man kaufen kann. Wie reagieren Sie darauf als ukrainischer Botschafter? Happy bin ich nicht, natürlich, weil ich denke, wie hier schon erwähnt wurde, es ist ein Krieg, aber es geht Krieg zwischen zwei Welten, zwischen zwei Systemen. Und immerhin, es geht jetzt in diesem Krieg nicht nur gegen die Ukraine, es geht gegen die freie Welt, gegen das liberale Europa. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, muss der Westen endlich auch verstehen, begreifen, dass es hier, ja, es geht um Eigeninteressen, aber die
die Themen oder die zwei Dimensionen, die sind verschieden. Bei uns geht es um retten, um Menschenleben zu retten. Hier geht es, wenn ich sie jetzt mal, wenn ich so vergleichen darf, dass die Menschen vielleicht nicht mehr Audi fahren werden, dass sie werden vielleicht Opel fahren. Also das heißt, es sind verschiedene Werten oder verschiedene Dimensionen des Problems. Und deswegen, wir hoffen sehr, dass es hier auch im Westen das klarkommt, dass es hier um Glaubwürdigkeit auch des Westens ist. Also Glaubwürdigkeit des freien, liberalen Europas, dass hier auch mehr gemacht werden muss, dass sich mehr einsetzen muss, um hier die Ukraine zu unterstützen, auch gegen Sanktionen. Andere Wege sehen wir nicht, weil Öl, Gas, Importe, die bringen jeden Tag Putin 700 Millionen Euro. Und dieses Geld wird in den Krieg finanziert, in diesen Krieg, um die Ukraine zu töten. Herr Petritsch, was sagen Sie dazu? Weil, also so wie Frau Stenzel gesagt hat, demokratische Regierungen haben es jetzt nicht so leicht, ihrer Bevölkerung den Gashahn abzudrehen und das Öl teurer zu machen. Ist es an der Zeit, wie Herr Chiminetz sagt, das trotzdem zu tun oder geht das nicht? Also ich glaube, dass der Krieg bei uns im vollen Umfang und mit den Konsequenzen, den Folgen, die so ein Krieg hat, noch nicht wirklich angekommen ist. Das heißt also, man hat hier so den Eindruck, dass nur ziemlich klein jetzt herum diskutiert wird, was man machen können, was man nicht machen können. Und das ist schon verständlich, weil eine demokratische Regierung eben auf die Bürger und Bürgerinnen Rücksicht nehmen muss. Aber ich glaube, man muss auch von einer demokratischen Regierung und von Europa in dem Fall natürlich insgesamt von der Europäischen Union verlangen, dass man die Menschen darauf einstellt, dass es hier um mehr geht als nur eine militärische Aggression gegen einen Nachbarstaat, sondern dass darüber hinaus natürlich die Folgen sehr wohl für Europa und darüber hinaus spürbar sein werden. Also, und sie gehen sehr stark natürlich auch in unseren Lebensstil hinein, in unsere Wohlfahrt, in unser Leben, in wie wir komfortabel leben und so weiter. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, und da wird es jetzt Schweiß und Tränen geben. Nein, ich glaube sogar, dass es, wenn man hier rechtzeitig damit beginnt, sich die Dinge klarer zu überlegen, welche Konsequenzen das hat, dass man damit vieles von dem abwenden kann, was heute so an die Wand gemalt wird. Aber was meinen Sie mit, was die Konsequenzen sein können? Was wären denn die Konsequenzen, wenn man jetzt gar nichts tut, zum Beispiel, wie es ja beim Tschetschenienkrieg war, bei der Krim war? Ja, natürlich. Ich glaube, dass da Fehler passiert sind, besonders mit der Krim. Insofern hat der Krieg tatsächlich spätestens 2014 schon begonnen in der Ukraine. Und man hat sich einfach nicht wirklich darauf eingestellt, sondern hat es weggesteckt. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch des russischen Präsidenten in Wien. Das war sicher kein Highlight der österreichischen Außenpolitik, würde ich meinen. Und da ist das Ganze irgendwo nicht wirklich ernst genommen worden. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir viel rascher, als uns das lieb ist, handeln müssen und die Menschen darauf vorbereiten müssen, dass diese Zeit schwierig sein wird, dass wir aber gemeinsam das sehr wohl überwinden können. Das geht bis hin zur Frage der Gaslieferungen, die sicher kurzfristig nicht eingestellt werden können. Aber da gibt es viele andere Möglichkeiten und Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und vor allem muss man besser schon gestern als heute sich auf das Ende der Gaslieferungen vorbereiten. Ansonsten wäre das auch eine Möglichkeit, die Putin durchaus selbst auch machen könnte. Man muss sich auch die Konsequenzen vorstellen, die es aus anderen Bereichen gibt. Wenn man sich anschaut, dass die Ukraine heute der größte Lieferant von Getreide zum Beispiel im Mittleren Osten ist. Und wir sehen heute schon, was im Libanon vor sich geht, wo die Brotpreise steigen, was das im Laufe der nächsten Monate alles für Konsequenzen haben wird, auch von Flüchtlingen, die wieder nach Europa kommen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir uns jetzt schon einstellen müssen. Das hat wesentlich weiterreichende Konsequenzen, als nur, ob wir jetzt genügend Gas haben, um Fabriken zu betreiben oder nicht, sondern wesentlich weiterreichend. Denken Sie dazu kurzfristig, ich spreche Sie jetzt als Regierungsfraktion an, wenn Sie sagen, ja, man soll bis zum Äußersten gehen, aber nicht bis zum Gashahn?
Das habe ich nicht gesagt, im Gegenteil. Wir haben, und das sollte vor allem die FPÖ schlechtes Gewissen haben, nicht nur Putin hofiert in Österreich, sondern wir haben uns darauf eingelassen, dass wir diese Abhängigkeiten eingehen. Und jetzt haben wir das Schlamassel und jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir da wieder raus. Ich denke, das ist machbar, wenn wir aber jetzt endlich aufwachen. Ich möchte jetzt verweisen auf die Wahlen letzten Sonntag. Ich war selber Wahl Beobachterin in Ungarn. Wer hat Orban gratuliert? Putin. Wer ist bester Freund von Vucic in Serbien? Putin. Das heißt, wir übersehen hier nicht nur seit 2014 genau diese Entwicklungen, sondern wir haben bewusst auch weggesehen in Europa, wo sich viele Machthaber europäischer Regierungen mit Putin eingelassen haben, davon profitiert haben. Und jetzt, wie gesagt, haben wir die Rechnung präsentiert bekommen und müssen uns jetzt solidarisch überlegen, wie kommen wir da wieder raus und müssen aber der Bevölkerung gegenüber ehrlich sein. Natürlich führt das nicht nur im Nahen Osten und nicht nur in Nordafrika zu Hungersnöten, die wird es bei uns in Europa wohl nicht geben, aber ja, auch der Mittelstand wird enorm betroffen sein, auch hier in Europa. Und das abzuwenden und die Menschen darüber zu informieren, was auf sie zukommt, ist jetzt A, unsere erste Aufgabe und B, gegenzusteuern, ist unsere zweite Aufgabe. Drittens, all den Autokraten, die Putin weiterhin Rückendeckung geben, wirklich auch die Rute ins Fenster zu stellen, anstatt hier weiterhin zu relativieren, ist unsere dritte Aufgabe. Und viertens, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die Europäische Union überlegt, nicht nur, was haben wir falsch gemacht, sondern was können wir jetzt besser machen. Wo sind, und da gebe ich Ihnen ausnahmsweise recht, wo sind unsere offenen Flanken? Nicht nur bei der Flüchtlingsfrage beispielsweise, nicht nur bei der Abhängigkeit, der wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Beispiel von Gas, sondern auch, wie können wir als Europa Putin entgegentreten und sagen, wir möchten die Demokratie hochhalten, wir lassen uns nicht darauf ein, dass du dir da Teile von der Ukraine rausgreifst, weil wir wissen, dass du in deinem imperialistischen Denken immer weitergehen würdest. Und deswegen stellt sich auch die Frage, wie gehen wir damit um, wenn der Konflikt jetzt vielleicht in ein paar Wochen eingefroren wird, wohl wissend, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist für Putin und dass wir in dieser Angst verharren werden in Europa und das sehr schwer rauskommen. Also aber wenn nicht jetzt wirklich klare Kante zeigen und auch die Bevölkerung in Europa darauf einstellen, dass es schlimm wird, ja, wird es, aber wir kommen da wieder raus, wir kommen da solidarisch und gemeinsam mit der Ukraine wieder raus. Frau Stenzel, würde das Putin überhaupt stoppen, wenn man jetzt den Gashahn zudreht und kein Geld mehr überweist für Gas und Öl? Also es würde ihn vielleicht vorübergehend stoppen, weil ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir den Gashahn sehr schnell abdrehen werden. Wenn wir ihn überhaupt abdrehen, dann kann das nur in Konzert mit der EU überhaupt meiner Ansicht nach geschehen. Ich finde auch, es wäre Österreich gut beraten, sich hier mit anderen neutralen Staaten sozusagen abzustimmen. Natürlich kann man den Gashahn abdrehen, ja. Von zum Beispiel Mai bis Ende Oktober in der warmen Jahreszeit. Ja, weil frieren also für da Frieden, das wünsche ich also niemanden. Da ist die nächste Regierung fällig und das redet sich so leicht. Also ich halte in dem Fall von diesen Maßnahmen nichts. Ich halte es hier lieber mit der Vorsicht von Robert Habeck. Ich möchte noch kurz einblenden eine Karte, wo man sieht, welche Länder jetzt für den Gasboykott sind, Gas- und Ölboykott, und welche dagegen. Da sieht man ganz klar, dass die Länder, die tatsächlich sich es auch besser leisten können, vielleicht dafür sind, oder auch die, die sehr, sehr nah dran sind an Russland und selbst Sorge haben, dass es sie erwischen könnte, also vor allem die baltischen Staaten, Polen, aber auch Italien, Frankreich in einer relativ komfortablen Position, weil die eben Nuklearenergie haben. Österreich und Deutschland sind sehr skeptisch bzw. dagegen. Darf ich da dazu, ja, wenn man das so gut sieht, vor allem die baltischen Staaten und Polen. Ich glaube, diese Länder sind nicht nur deshalb so stark dafür,
dafür, weil sie andere Alternativen haben, sondern weil sie historisch wissen, ja, was Mother Russia früher mit ihnen angestellt hat. Und deswegen halte ich das auch für verfehlt, jetzt von der Ukraine zu verlangen, dass sie neutral wird oder dass sie Gebiete abgibt beispielsweise, weil nochmals, ich als eine, die in Osteuropa geboren ist und die für diese Freiheit und Demokratie sozusagen mitgekämpft hat in den 80er Jahren und auch erfahren hat, was es bedeutet, hier dieser Repression ausgesetzt zu sein, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das führt zu überhaupt keiner Lösung und dem möchte ich auch an dieser Stelle eine klare Absage erteilen. Um es dazu zu sagen, Sie sind in Polen geboren und aufgewachsen, also an der Grenze quasi. Ich würde gern mit Ihnen diskutieren, weil jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, bis zum Äußersten gehen, das würde ja eigentlich auch bedeuten, ein militärisches Eingreifen und die Ukraine verlangt das ja seit Tag 1. Zumindest eine Flugverbotszone oder überhaupt ein Eingreifen der NATO. Wollen Sie das immer noch oder haben Sie inzwischen eingesehen, dass die NATO das einfach nicht tun wird, Herr Kiminet? Wir werden es immer versuchen, weil es lohnt sich, weil es geht um Menschenleben. Das heißt, lange hat man gezögert, der Westen hat gezögert, lange hat man verweigert die Hilfe. Nur wir haben es gezeigt, dass wir den Putin stoppen können, dass wir bereit sind, auch unsere Heimat, unser Land zu verteidigen. Und natürlich hier geht es darum, dass wir auch noch stärker werden, weil letztendlich Putin versteht nur eine Sprache, die Sprache der Stärke. Das heißt, immerhin weiter, wenn der Ukraine geholfen wird, dann wiederhole ich mich noch einmal, mit Waffen, auch mit wirtschaftlichen, humanitären Hilfe, desto werden wir erfolgreicher bei der Verteidigung unseres Landes, Verteidigung, aber von der anderen Seite, was wir auch verlangen, worauf wir appellieren, auch weiterhin Druck auf Putin ausüben. Also von beiden Seiten, das muss endlich das Ziel sein. Und hier geht es nicht nur jetzt mal Sanktionen, Embargo. Übrigens, wir haben über Banksystem noch nicht erwähnt, wo hier auch sehr vieles noch erreicht wird, wenn man Banksystem Russlands wieder wirklich abschaltet. Wir appellieren auch an westliche Firmen, die noch immer auf dem russischen Markt tätig sind, dass die dort auch durch diese Tätigkeit das Regime Putin stärken, dass man ihm auch hilft, den Krieg weiter zu finanzieren. Wir appellieren auch weiterhin an Isolierung von Russlands, diplomatische, kulturelle, wissenschaftliche. Das muss sozusagen, wenn wir diese viele, viele komplexe Maßnahmen ergreifen werden, dann wird es sozusagen eine Wirkung zeigen. Frau Cicci, Sie waren vor ein paar Wochen, als das Ganze begonnen hat, bei uns in der Sendung und haben sich massiv dagegen ausgesprochen, dass die NATO eingreift in diesen Krieg. Jetzt haben wir dieses Massaker von Butscha gesehen und die Bilder davon, auch die verifizierten Bilder inzwischen über Satellitenbilder, dass das also wirklich während der russischen Besatzungszeit passiert ist. Ist das etwas, das Ihre Meinung ändert? Soll die NATO jetzt doch eingreifen? Nein, natürlich nicht. Ich bin gegen jede Kriegstreiberei, wobei die Ukraine muss sich wehren, aber es muss uns klar sein, dass wir sonst in einen dritten Weltkrieg schlittern und wir müssen uns überlegen, als zivilisiertes Europa, welche Möglichkeiten haben wir abseits von einem Eingriff der NATO und da gibt es eine Reihe. Wir müssen wirtschaftlich Putin aushungern, wir müssen ihn international isolieren, wir müssen zu allen Hebeln greifen, abseits sozusagen von kriegerischen Aktivitäten der NATO. Aber bleiben wir trotzdem mal bei den Die dazu führen, dass sich die Oligarchen, die Eliten, aber auch die Influencer in Russland gegen ihn wenden. Das halte ich für zielführend. Wir sind aber bereits militärisch engagiert in der Ukraine und ich finde das absolut richtig. Und wir sollen endlich einmal aufhören mit diesem Blödsinn der Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen. Wenn jemand sein Land verteidigt, verwendet er Defensivwaffen. Und wenn jemand ein anderes Land angreift, verwendet er Offensivwaffen. In der Hand Russlands ist derzeit eine Steinschleuder eine Offensivwaffe.
Und in der Hand der Ukraine ist derzeit ein Anti-Schiff-Geschütz oder eine Anti-Schiff-Rakete eine Defensivwaffe. Also wir müssen natürlich die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, damit sie wirklich auch diese Verteidigung tatsächlich durchführen kann. Ich bin nicht unbedingt ein bedingungsloser Anhänger einer Flugverbotszone, weil ich nicht weiß, ob sie wirklich technisch umsetzbar ist. Aber man sollte sie zumindest über den humanitären Korridor einsetzen, weil da haben wir auch einen historischen Punkt, wo wir dies bereits gemacht haben und auch sagen, wenn humanitäre Korridore, wie zum Beispiel aus Mariupol heraus, nicht entsprechend geschützt werden und wenn man einfach hinnimmt, dass es dort zu einem ununterbrochenen Bruch des gegebenen Wortes, einen Korridor temporär einzurichten kommt, dass es zu wirklich ganz massiven militärischen Konsequenzen führt. Und das ist die einzige Sprache, die Putin derzeit versteht. Herr Petritsch, das würde aber bedeuten, dass NATO-Flieger über der Ukraine sind und dass die NATO in den Krieg eintritt quasi. Kann man das riskieren? Also ich bin schon auch der Meinung, dass eigentlich der Westen bereits militärisch auch involviert ist, indem er Waffen liefert. Andererseits muss man aber schon auch sehen, wie riesengroß die Gefahr ist, wenn man sich mit einer Atommacht anlegt. Und das erklärte auch die Zurückhaltung der Vereinigten Staaten in dieser Frage. Sollten wir auch nur einen Teil der Korridore möglicherweise jetzt irgendeine No-Fly-Zone errichten und so weiter und so fort. Also das sind unglaublich schwierige Fragen, weil man sozusagen vorher nie weiß, was dann die Konsequenzen oder die Folgen sein würden. Das ist einfach das Risiko, dass man als Westen hier nicht eingehen kann und auch nicht eingehen soll. Aber rundherum müsste alles passieren, um aus einem Policy-Mix heraus alle Maßnahmen, die zum Teil hier oder eigentlich großteils schon angesprochen worden sind, auch hier einsetzt. Und ich glaube, das wird die viel stärkere Wirkung haben letzten Endes. Und jetzt zeigt vielleicht noch ein Punkt auch, weil ja auch über die Militarisierung der Politik gesprochen worden ist. Und das ist tatsächlich ein sehr problematischer Punkt. Ich ganz klar, dass ein Land, das angegriffen wird, wie die Ukraine, jetzt verteidigen soll, mit allen Mitteln und allen Möglichkeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da nicht jetzt irgendwelche Ratschläge geben, ob sie aufhören sollen oder weiterkämpfen, sondern das ist wirklich die souveräne Entscheidung des Staates. Aber wo wir schauen müssen, ist, wenn wir jetzt die NATO betrachten, die Hochrüstung des Westens, ja, das ist also historisch eine derartig einmalige Situation, militärisch gesprochen. Und dennoch hat diese Auf- und Überrüstung keinen entscheidenden und kurzfristigen Einfluss auf die Beendigung des Krieges. Das heißt, die Kriegslogik allein kann eben hier nicht funktionieren. Ich kann mir ja nicht wirklich vorstellen, dass jetzt, wenn der Westen sagt, dass er das Engagement in der Ukraine verstärkt, ich rede nicht notwendigerweise um Flugzeuge, die dort fliegen, aber dass es eben auch mit mehr und effizienteren Waffenmitteln das Ganze unterstützt, dass dies den Herrn Putin dann dazu veranlasst zu sagen, er wird taktische Nuklearwaffen einsetzen. Wenn er sich entschlossen hat, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, wird er sie einsetzen, völlig unabhängig davon, ob wir entsprechend etwas liefern oder nicht. Diese Entscheidung ist bei Putin längst gefallen, ob er biologische, chemische Waffen einsetzt. Er hat das gemacht in Tschetschenien, er hat das gemacht in Syrien, er wird es auch machen wahrscheinlich in der Ukraine und er wird auch, wenn er sich dazu entschlossen hat, und ich bin persönlich überzeugt davon, dass er sich zu diesem Risiko entschlossen hat, wenn er das Gefühl hat, dass es notwendig ist, sehr schnell taktische Nuklearwaffen einsetzen. Und da wird ihn nicht dazu veranlassen. Aber wieso ihm Legitimation dafür geben? Das ist ja die Frage. Aber die Legitimation braucht er ja nicht, weil er holt er sich ja immer selber. Er holt sich immer durch irgendwelche Fake-Aktivitäten, holt er sich die Legitimation selber. Wenn man ihm noch was gibt, gut, dann freut er sich. Aber wenn er sich entschlossen hat, die Waffen einzusetzen, wird er sie einsetzen. Und da braucht er die Legitimation nicht. Also ich glaube, das ist wirklich eine äußerst problematische Einstellung, die letzten Endes der Ukraine nicht wirklich hilft. Weil ich bin der Meinung, dass man sich voll auf jene Maßnahmen konzentrieren soll, die tatsächlich möglich sind und die eben sozusagen nicht direkt und direktissima in einen möglichen Atomkrieg führen. Ob er sich jetzt schon entschlossen hat, das einzusetzen oder nicht, das weiß ich nicht. Ja? Aber ich muss davon ausgehen, dass es doch einen letzten Rest an Rationalität auch bei Putin gibt. Und er weiß, wenn das passiert, dann bricht irgendwas aus, was wahrscheinlich dann auch Russland zerstören wird. Da müssen wir doch längerfristig denken. Müssen wir sagen, was will Putin langfristig? Und langfristig, er will überleben, ist gar keine Frage. Ich würde gerne den Herrn Botschafter hören, weil Sie fordern das ja. Und Sie haben sich zu Wort gemeldet. Ich möchte nur sagen, dass Putin, auch dieser Krieg, welchen er gegen uns kriegt, haben Sie eine Legitimation? Sehen Sie diese Legitimation?
Das heißt, genauso, das gesagt, genauso wie wenn er wirklich will, dann wird er sich wieder immer also einen Vorwand finden, auch wenn jetzt alle brav stehen werden, der sagt, ihr atmet so intensiv, mir fehlt Luft, dann wird er sowieso machen. Und deswegen die Tatsache, also, dass wir gezeigt haben, dass wir auch, dass man sich verteidigen gegen Russland kann und auch, dass wir es geschafft haben, das ist der Punkt, dass es jetzt mal wirklich, worum es geht, geht es darum, uns zu helfen, damit wir einmal uns weiter verteidigen, beziehungsweise auch, dass wir die Waffe haben, dass wir auch besetzte Gebiete wieder zurückerobern können. Darf ich einen Einwand? Die Frau Stenzel und die Frau Tschitschitz waren dran, Sie sind dann gleich wieder da. Einen ganz wichtigen Einwand. Ja? Ich glaube, dass es die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine verringern würde, wenn es zu einem atomaren Schlag kommt. Dann sind alle konventionellen Mittel der Verteidigung obsolet. Also, das glaube ich nicht, weil einfach eine taktische Nuklearwaffe nur eine gewisse logische Voraussetzung der anderen ist. Wir reden von taktischen Nuklearwaffen. Nur müsste man überlegen, die sind alle stärker als Hiroshima und Nagasaki. Frau Stenzel, bitte. Ich sehe eine andere Gefahr. Ich sehe nicht unbedingt die Gefahr einer nuklearen Eskalation, ja? Sondern was unser Problem ist überall, ist, dass wir uns an konventionelle Kriege unter dem Atomschirm gewöhnt haben. Und wir sind nur so berührt, weil das jetzt auf europäischem Boden faktisch stattfindet. Ja? Aber wir haben zweimal Konflikte gehabt, die auch Eskalationsgefahr in sich geborgen haben, auf europäischem Boden, trotz Atomschirms. Also der Atomschirm allein ist keine Abschreckung. Im Gegenteil, man kann sich darunter eigentlich konventionell sehr gut einrichten und sehr wohl zu militärischen Mitteln als Fortsetzung der Politik greifen. Also auch vom Westen her, sagen Sie? Ja, sicherlich auch vom Westen her. Das heißt, Sie sagen, weil man könnte schon Flugzeuge schicken und es würde nicht gleich den Atomschirm aufpassen. Ich würde hier trotzdem vorsichtig sein, weil es geht darum, einzugrenzen. Wir fragen ja immer, wir haben ja bis jetzt überhaupt nur gesprochen über den Krieg und warum und wieso. Wir haben eigentlich nie gesprochen über die Lösung. Wo ist ein Lösungsansatz? Wann ist ein Lösungsansatz zu sehen? Da würde ich dann gleich gerne dazu kommen, ja? Frau Stenzel. Ich möchte noch der Frau Tschitschitz weitergeben, was der Botschafter gesagt hat. Sie haben zuerst gesagt, warum soll man Russland eine Legitimation liefern für den Atomschlag? Der Herr Botschafter Chiminet hat gesagt, Russland braucht keine Legitimation, weil es macht sich die Legitimationen ja selbst, wie man an der Ukraine gesehen hat. Was antworten Sie ihm darauf? Ja, die Frage ist nur eine des Zeitpunkts und da gebe ich Herrn Petritsch schon recht. Was führt dazu, dass sich die Ukraine wehren kann, besser? Und was führt dazu, dass wir in Europa nachhaltig Frieden schaffen? Und da bin ich der Meinung, dass ein Eingriff der NATO zu beiden nicht führt, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Und auch angesichts dessen, dass wir all die erwähnten anderen Hebeln noch nicht ausgeschöpft haben, kann ich mich natürlich nicht dafür aussprechen, dass wir den Krieg ausweiten, anstatt dass wir schauen, wie wir ihn möglichst schnell beenden, wie wir diese Kriegsverbrechen beenden, wie wir Menschenleben schützen. Dass Putin sozusagen hier vollkommen verrückt agiert, das liegt ja eh auf der Hand. Darüber besteht ja überhaupt kein Zweifel mehr. Die Frage ist, ist unsere Antwort auch so verrückt, dass wir dann bei Hiroshima bleiben? Oder können wir in Europa zu anderen Hebeln greifen? Und ich bin der Meinung, diese haben wir noch nicht alle betätigt. Und das sollten wir als erstes tun, bevor wir Flugzeuge abschießen. Es interessiert mich sehr Ihre Meinung, Herr Botschafter, dazu. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir sind gleich wieder da und sprechen dann auch darüber, was ändert jetzt das Massaker in Bucha? Weil im Balkan hat das Massaker von Srebrenica ja durchaus dazu geführt, dass die NATO eingreift. Und wie kommt man aus diesem Konflikt heraus, ohne weiter zu eskalieren? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, wie weit soll der Westen gehen, um Putin zu stoppen in der Ukraine. Und Herr Botschafter, Sie sind Botschafter der Ukraine in Österreich, Herr Chiminet. Die Frau Tschitschitz hat gerade gesagt, ein Eingreifen der NATO,
was sie ja fordern, also zum Beispiel Flugzeuge zu schicken, würde das Ganze nur weiter eskalieren und der Ukraine nicht helfen. Was antworten Sie denn darauf? Schauen Sie, wir haben diese Antwort bekommen. NATO ist nicht bereit, würde das nicht machen. Aber was wir immer wiederholt haben, wir brauchen eine militärische Hilfe. Wir brauchen militärische Hilfe, damit wir uns weiter verteidigen können. Und wir haben auch gezeigt, dass es ist möglich, sich zu verteidigen. Und deswegen auch die Pläne von Putin sind nicht aufgegangen. Warum? Weil wir fähig sind, unser Land zu verteidigen. Und darum, worum geht es jetzt? Es geht darum, dass man die Ukraine mit Waffen hilft, mit militärisch hilft, damit wir weiter uns verteidigen können. Darum geht es jetzt von der einen Seite. Von der anderen Seite, ich wiederhole mich noch einmal, weiter durch Sanktionen, durch weitere Maßnahmen, um Russland zu isolieren, um auch dieses Regime zu schwächen. Das ist jetzt mal unsere Position. Herr Petritsch, die Angst ist ja die vor einem Atomschlag Russlands, wenn man militärisch eingreift. Das hat die Frau Stenzel gesagt, man kann da durchaus konventionell eingreifen. Man hat, das sieht man an den Kriegen, die stattfinden, obwohl es Atomwaffen gibt, ohne dass man gleich Angst haben muss vor einem Atomschlag. Ist man dazu ängstlich? Das ist natürlich eine Spekulation, sowohl meine als auch die von... Ist das natürlich eine Spekulation? Das heißt, dieses Risiko einzugehen, ist gerade, wenn eine atomare Option dabei ist, natürlich eigentlich nicht zu verantworten. Ne? Und es würde auch den Krieg aus einer Ukraine, also Russland gegen die Ukraine, sofort eskalieren zu einem Krieg gegen die NATO. Die NATO-Mitgliedstaaten, das sind die baltischen Staaten, die als Nächste dran wären. Das ist Polen zum Beispiel. Das heißt, das sind unvorhersehbare Konsequenzen, die man, glaube ich, nicht eingehen kann und die letzten Endes den Krieg in der Ukraine, die Ursache, dass wir hier sitzen und darüber reden, nicht beenden würde. Das ist das Problem. In der Eskalation in diesem Fall liegt nicht die Lösung. Aber Herr Habsburg, um es noch mal zu sagen, für die neu dazugekommenen, Sie betreiben einen Radiosender in der Ukraine. Sie waren vor kurzem auch dort. Ich war einige Male jetzt in der Ukraine in den letzten Wochen. Und was ist Ihre Meinung zu dieser Nuklearfrage? Ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist darzustellen, ist, dass wir uns mental immer noch im politischen Bereich bewegen auf der Ebene von Hiroshima und Nagasaki. Das stimmt einfach nicht mehr mit der militärischen Realität überein, weil heute ist für viele taktische Kommandanten die Möglichkeit da, taktische Nuklearwaffen zu verwenden. In den chinesischen Streitkräften ist es so, dass ein Vizeadmiral taktische Nuklearwaffen einsetzen kann. In Russland gibt es gewisse Divisionskommandanten, die taktische Nuklearwaffen einsetzen können. Es ist keine politische... Vielleicht können Sie kurz erklären, was das bedeutet. Das weiß, glaube ich, nicht jeder. Eine taktische Nuklearwaffe ist einfach eine Waffe, die wesentlich kleiner und geringer in der Auswirkung ist. Ich möchte sie nicht verharmlosen, das ist was ganz Grauenhaftes. Aber die in dem Sinne einsetzen können, die möglicherweise einen unmittelbaren Wirkungsbereich hat von 5-6 Kilometern. Der Ausfall hängt dann natürlich von Windrichtung und Ähnlichem ab, das ist auch ganz klar. Aber es ist im Geist vieler militärischen Taktiker und Strategen, ist es heute eine normale Waffe, die noch nichts zu tun hat mit den strategischen Waffen. Also ist es nicht gleich reden, das Ende der Welt, weil das ist ja das, was alle befürchten. Es ist nicht das Ende der Welt, aber was sich, glaube ich, keiner vorstellen kann, und ich nehme an, da stimmen wir alle hier überein, ist die Tatsache, dass was geschieht dann, wenn Russland diese taktischen Nuklearwaffen einsetzt. Ich halte es für absolut realistisch. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, eine Situation wie in Kiew, wo sich die Truppen zurückziehen und wenn es dort zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt, was anderes zu machen, dass es dort zum Beispiel zu einem Einsatz taktischer Nuklearwaffen kommen kann. Ich halte das für der militärischen Struktur Russlands nach angemessen für absolut möglich. Also ich glaube, das ist natürlich wirklich ein Doomsday-Szenario, das man sich überhaupt nicht einmal ausmalen soll, sondern alles politisch Mögliche dagegen unternehmen muss, damit es nicht so weit kommt. Denn das erste Opfer eines atomaren Anschlages wäre die Ukraine. Das heißt, statt dass wir der Ukraine helfen, würden wir die Ukraine noch tiefer in das Elend hineintreiben. Und das, glaube ich, kann einfach nicht unsere Absicht sein. Wir stimmen das sicher überein, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung des Herrn Putin, ob er sich bereits innerlich dazu entschlossen hat, und das entspricht auch der russischen Militärstruktur, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Aber Herr Chiminet, rechnen Sie mit so etwas? Haben Sie Angst davor, dass bei einem, zum Beispiel, wenn die NATO Flugzeuge schickt, das fordern Sie ja, dass dann so eine Antwort kommt, und zwar auf Boden der Ukraine? Wissen Sie, Angst haben wir schon keine mehr. Hätten wir Angst gehabt, wäre heute die Situation ganz anders gewesen. Und was ich auch hier jetzt mal
im Westen beobachte, wie die Situation wahrgenommen wird, da hat man schon vor dem Krieg, schon längst hat Europa Angst vor Putin. Wir haben keine Angst, weil wir wissen, worum es geht. Hier geht es ganz eindeutig, dass wir uns verteidigen oder werden die Ukrainer nicht mehr existieren. Darum geht es jetzt. Und noch einmal, das, was wir gezeigt haben, das ist ein Beleg dafür, dass Putin wahrscheinlich nicht so stark oder Russland nicht so stark ist, wie sie sich auch gegeben haben. Da müssen wir auch das sozusagen analysieren. Und deswegen reden wir vielleicht aus der Stärke vielleicht, weil insgesamt Potenzial von der internationalen Gemeinschaft ist schon größer als jetzt mal Potenzial von Russland. Ja. Ich möchte diese Gelegenheit hier auch nutzen und das aufgreifen, was Sie sagen, um festzuhalten, dass ich wirklich den Mut und den Freiheitskampf der Ukrainer und Ukrainerinnen wirklich für beeindruckend halte. Und von dem können wir uns in Europa tatsächlich etwas abschauen zum einen und zum anderen diesen zum Anlass nehmen, um eben gegenüber Putin jetzt klare Kante zu zeigen, weil Putin, Russland ist nicht unbesiegbar. Wir haben es mittlerweile mit sehr gut aufbereiteten Analysen zu tun, die beweisen, dass es logistische Probleme gibt in der militärischen Hierarchie zum einen, dass es, was die Moral der Soldaten anbelangt, auch sehr viele sozusagen Defizite im Sinne oder aus Perspektive von Putin gibt, weil diese einfach sagen, sie wollen nicht mehr, sie sehen das überhaupt nicht ein und es mag schon sein, dass er sich wünschen würde, dass die noch weiter gehen und noch brutaler werden. Aber ich glaube, dass sie es mittlerweile enden wollen. Und Putin hat sich hier verschätzt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das müssen wir auch entsprechend nutzen, um den Ukrainern Rückendeckung zu geben, aber auch Putin gegenüber stärker und klarer aufzutreten. Weil das, was er möchte, auch bröckelt. Und deswegen ist die Bevölkerung in Russland so wichtig, glaube ich, als Verbündete. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich die Oligarchen und die Eliten gegen ihn wenden, weil wir einfach ihnen keinen Raum mehr zur Entfaltung geben und die zwangsläufig mit der Zeit sagen werden, na gut, also irgendwie ist unser Leben auch nicht mehr so gemütlich. Und das wird dann auch Folge- und Wechselwirkungen haben. Ich würde gerne dazu kommen, wie man da rauskommt. Und würde gerne Sie fragen, Herr Petritsch, Sie waren ja für die UNO nach den Balkankriegen bzw. während der Balkankriege Chefverhandler, hoher Repräsentant. Dort war es ja so, dass das Massaker von Srebrenica ein tatsächlicher Wendepunkt war, wo dann nach 3,5 Jahren Krieg dann doch die NATO eingegriffen hat. Ist jetzt das, was wir aus Butscha gesehen haben bzw. auch aus anderen Regionen in der Ukraine hören, auch so ein Wendepunkt? Kann das sein? Massaker haben in den Jugoslawienkriegen tatsächlich immer eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Also Sie haben jetzt Srebrenica erwähnt, das war natürlich ein monströses Verbrechen, organisiert in einer Art und Weise, wie man sich das ja eigentlich seit 1945 überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Das heißt, das war der große Schock eigentlich für Europa und auch für die Vereinigten Staaten. Man hat ja bis dahin wirklich über viel zu lang gezögert, um in den Bosnienkrieg einzugreifen. Das ist erst im Zuge des Genozids in Srebrenica dann letzten Endes passiert. Das Interessante dabei ist, dass ein weiteres Massaker, und zwar dann später im Kosovo-Krieg, wo ich sehr nahe dabei war, letzten Endes dazu geführt hat, dass überhaupt die NATO-Intervention nach Verhandlungen, die wir in Rambouillet und in Paris geführt haben, dann zur Intervention gekommen ist. Das war das Mitte Jänner 1999, das Massaker in Racak im Kosovo, wo ca. 45 Zivilisten ermordet worden sind von den serbischen Sicherheitskräften und das dann letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, nach relativ kurzer Zeit dieses Konfliktes im Kosovo, der eigentlich erst ein Jahr oder sowas gedauert hat, einzugreifen. Das heißt, man hat sozusagen aus dem Srebrenica Massaker, wo man zu lang gewartet hat, dann doch den Schluss gezogen, im Kosovo dort rechtzeitig oder sagen wir frühzeitig, besser gesagt, einzugreifen.
Müssen wir in der Ukraine auch damit rechnen, dass sowas wiederholt stattfindet? Und glauben Sie, dass dann ein Eingreifen kommt? Ich bin eigentlich überzeugt, dass es wiederholt stattfindet. Wenn wir schauen, was in Mariupol derzeit passiert, und was wir schauen, was momentan in den Städten, die jetzt langsam und sicher befreit werden, im Norden der Ukraine tatsächlich vor sich geht, glaube ich, dass wir wahrscheinlich noch wesentlich schlimmere Szenen erleben werden. Und dass wir alles nur denkbar machen müssen, um das zu verhindern. Deswegen ist ja überhaupt die ganze Frage humanitäre Korridore und Ähnliches von so einer großen Wichtigkeit. Jetzt sind gerade die Rotkreuz-Verhandler wieder auf der Strecke nach Mariupol von den Russen aufgehalten worden, obwohl vorher besprochen war, dass dies durchgehen würde. Wenn wir das jedes Mal einfach vorbeigehen lassen und sagen lassen, ja gut, haben es halt diesmal nicht erlaubt, dann tun wir jetzt weiter verhandeln nächstes Mal, dann ist das ja eine Aufforderung auf die russische Seite, auch in Zukunft diese Art Worte zu brechen und dies nicht zu machen. Herr Botschafter, die Russische Föderation, das Außenministerium und alle Botschaften sagen ja, da ist nicht Russland verantwortlich. Also weder für Butscha, für die Leichenberge, die wir da leider gesehen haben, noch für die Bombardements. Sie sagen, das ist die Ukraine selbst, die das macht, um es den Russen in die Schuhe zu schieben, weil da ja ein Krieg stattfindet. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Ich frage Sie, weil das ist keine Frage, die wir selten bekommen. Also sehr viele fragen jetzt so, was ist denn da dran, was da die Russen sagen? Es gibt jetzt auch Satellitenbilder, die auch beweisen. Aber sagen Sie, wann hat Russland nach jedem Verbrechen oder nach Wahrheit gesagt? Haben Sie Wahrheit gesagt, als die Krim besetzt haben, dass sie die Russen waren? Haben die Wahrheit gesagt, dass, als die dann Donbass besetzt haben, dass die Wahrheit gesagt haben? Haben Sie Russen Wahrheit gesagt, als sie das niederländische oder das malaysische Flugzeug abgeschossen haben? Hat Putin oder Russland Wahrheit gesagt, um diesen Krieg jetzt mal zu rechtfertigen? Mich wundert hier, also, dass das jetzt mal immer wieder darauf reagiert oder verwiesen, was die Russen sagen. Das sind, schauen Sie, Stadt Bucha, Borodjanka, andere Städte, die waren schöne Städte bei Kiew, genauso wie Kiew, wie alle anderen. Die Menschen haben dort gelebt, gewohnt und alles war okay. Und Sie sehen jetzt, was nach dem russischen Armee jetzt geblieben ist. Wo ist die Logik? Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir darüber diskutieren müssen. Ja. Wir stattdessen zu diskutieren, was wir tun können gemeinsam, um die Russen für dieses Verbrechen zur Rechenschaft zu bringen. Wir diskutieren, ob wir jetzt mal den Russen glauben werden. Kommen wir dazu, wie man da rauskommt. Frau Stenzel, Sie haben zuerst gesagt, man muss darüber sprechen. Jetzt sagen viele, wenn man Putin ins Eck drängt, dann wird er nicht aufhören. Was wäre denn ein Ausweg aus diesem schrecklichen Krieg, den wir da sehen? Es ist unbestritten, dass Putin mit seinem Angriff diesen Krieg ausgelöst hat. Ja. Es ist sicherlich unbestritten und ich halte ihn weder für geisteskrank noch für nicht zurechnungsfähig. Ich halte ihn für einen klar kalkulierenden, immer noch klar kalkulierenden Präsidenten Russlands, der hier wie alle führenden russischen Politiker vom Zaren angefangen über Stalin bis hin zu Brezhnev und so weiter vor zwei Dingen Angst gehabt hat. Vor der sogenannten Einkreisung und das nächste geopolitische Interesse war der Zugang zu einem warmen Meer. Ja? Also es gibt geopolitische Konstanten, die man, auch wenn man eine Lösung sucht im Ukraine-Konflikt, natürlich in Rechnung stellen muss und nicht so tun muss, als gäbe es die nicht. Natürlich hat Putin sich eingekreist gefühlt, natürlich hat sich die NATO vorgeschoben, natürlich hat die Ukraine im Jahr 2019 in der Verfassung hineingeschrieben, dass sie zur NATO beitreten möchten. Ja, ist ihr gutes Recht, also, Frau Stenzel. Ja, es ist ihr gutes Recht. Ist aber ein souveräner Staat, der muss ja diese Entscheidung treffen können. Trotzdem, ich sage nur, wenn wir eine Lösung wollen, dann müssen wir uns unterwerfen. Bevor Putin nicht Minimalziele zumindest erreicht hat, wird sich gar nichts rühren. Das heißt, wir werden versuchen müssen bei einer Pattsituation. Das ist dann der strategische Fehler in Schätzung.
der Ukraine so verhelfen, ja, dass Putin es eine militärische Pattsituation gibt, dass man überhaupt in Verhandlungen treten kann. Danke, Frau Stenzel. Ich möchte gerne die Antwort vom Botschafter. Sie sind gleich wieder dran, bitte. Ja, meine Antwort ist ganz einfach. Man stattdessen, dass man an sich an die internationalen Verträge hält, dass man das Völkerrecht respektiert, genauso wie das souveräne Recht jedes einzelnen Staates, sich selbst zu entscheiden, hat man immer versucht, hier im Westen, und da hören wir jetzt auch, plötzlich die Probleme, also zu stark sich auf Putin zu fokussieren, dass man hier nach dem Motto, jetzt dürfen wir ihn nicht provozieren. Und er hat das sehr, sehr gut ausgenutzt. Aber wenn die Frau Stenzel sagt, so ist nun mal die Realität, dass konstant auch der französische Staatspräsident das sagt ausdrücklich, dass er die Gesprächskanäle zu Putin nicht verschließen möchte. Und das sagt er jetzt, aber in der jetzigen Situation. Wenn ich mir anschaue, was sind ja auch derzeit nicht völlig, die Grenzen zwischen der NATO und Russland? Da ist, glaube ich, die längste Grenze, die es überhaupt gibt, ist die Grenze, die um Königsberg herumgeht. Ja. Und wie groß wäre die Grenze der NATO, wenn plötzlich die Ukraine durch Russland unterjocht würde? Dann wäre die Grenze jetzt zur NATO wesentlich größer. Aber ich glaube, ein Punkt, der extrem wichtig ist, die NATO hat noch nicht ein Cent ausgegeben für eine Strategie der Erweiterung. Die gibt es nicht. Es gibt souveräne Staaten, die die Möglichkeit haben, sich einer Sicherheitsgemeinschaft anzuschließen. Und das muss man bitte auch einem Staat wie der Ukraine zugestehen, dass wenn sie sagen, als souveräner Staat, sie möchten sich einer Sicherheitsgemeinschaft anschließen, dann ist es, weil ihre Sicherheit bedroht ist. Und dem muss man irgendwo Rechnung tragen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schließe ich mir ganz an, was du am Anfang gesagt hast, liebe Ursula, wir sollten uns als neutrale Staaten auch untereinander abstimmen. Die Finnen und die Schweden spielen sehr mit dem Gedanken, jetzt der NATO beizutreten. Vielleicht sollten wir uns mit denen abstimmen und hier von österreichischer Seite auch ausschauen und uns mit ihnen dort zusammenzuschließen und zu sagen, gut, treten wir doch einer gemeinsamen Sicherheitsgemeinschaft bei, wenn wir so entsprechend bedroht sind. Wir haben das kürzlich diskutiert, dass Europa zweifelsohne eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik braucht. Also da hätten wir noch genug zu tun, das ist nicht die Frage. Aber anstatt Putin jetzt irgendwelche Mehrzugänge zu gewähren oder den roten Teppich weiter auszurollen, aus lauter Angst, dass er weitergehen könnte, bin ich dafür, dass wir jetzt wirklich endlich die Naivität ablegen. Genau wie die russische Presseagentur, so hat auch Dmitri Medvedev jetzt gesagt in seiner Stellungnahme, am liebsten wäre ihm von Lissabon bis Vladivostok ein neues Eurasien, und da sind wir am Beginn der Debatte, Autokratie versus Demokratie. Und das ist genau der springende Punkt. Und da dürfen wir nicht nachgeben. Und ja, ich bin dagegen, dass wir hier Kriegstreiberei betreiben, aber ich bin dafür, dass wir jetzt endlich nicht nur Naivität ablegen, sondern alle uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Hebeln betätigen, um Putin wirklich die Route ins Fenster zu stellen und einfach zu sagen, nicht, du bekommst gar nichts von uns. Du bekommst gar nichts von uns, was du dir ausmalst in deinen Träumen. Er ist, wie Steinmeier heute gesagt hat, nicht ein Verhandlungspartner, sondern ein eingebunkerter Kriegstreiber. Und als diesen sollten wir ihn betrachten. Steinmeier, der deutsche Präsident, um es dazu zu sagen. Ich würde gerne diese letzten 4 Minuten, die wir noch haben, nutzen, um über die österreichische Position da sprechen. Also Österreich hatte eine sehr Putin-freundliche Position jetzt in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt gesehen, ich möchte 2 Sachen rausgreifen, dass erstens das Parlament sich entschlossen hat, keine Einladung an Präsident Zelensky auszusprechen, im Parlament zu sprechen. Und zweitens, die Ausweisung russischer Botschafter nicht so vonstatten geht wie in anderen Ländern jetzt nach dem Massaker. Herr Petritsch, wie bewerten Sie denn diese Position, also diese neutrale Position, zum Beispiel Zelensky nicht sprechen zu lassen? Das hat ja anscheinend auch Ihre Partei, die SPÖ, zumindest mit großen Zweifeln. Also zum ersten Mal muss man sagen, dass natürlich dieser Konsensus im Parlament durch die FPÖ verhindert worden ist, aber dass sich die SPÖ auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, als sie irgendeine Wischiwaschi-Position zum Besten gegeben hat. Natürlich steckt dahinter eine falsch verstandene Begrifflichkeit der Neutralität. Wenn es einen Aggressionskrieg gibt, wenn es eine Völkerrechtsverletzung gibt, dann gibt es keine Neutralität. Hat es nie gegeben in Österreich. Ja? Unsere Neutralität war immer klar militärisch definiert. Keine Truppen auf österreichischem Boden. Aber sonst waren wir eindeutig auch in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges
auf der westlichen liberal-demokratischen Seite. Das muss man mal feststellen. Ja. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man jetzt deshalb sofort, weil jetzt die Situation so ist, wie sie ist, jetzt der NATO umstandslos beitreten soll. Ich glaube, man muss sich überlegen, wie kann man die Sicherheit Österreichs und insgesamt Sicherheit Europas vergrößern in der Situation, die sich sehr verändert hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eine klar definierte aktivistische, solidarische Neutralität eine Rolle spielen kann. Für mich ist Neutralität vielleicht so etwas wie nicht der richtige Begriff. Ich glaube, wir sollten hier von einer Friedenspolitik reden. Wir sollten hier reden von einer solidarischen Friedenspolitik und unseren Beitrag auf diese Art und Weise zu leisten. Der Herr Botschafter, das sieht jetzt gerade nicht sehr glücklich aus. Ich weiß, das klingt angesichts der schrecklichen Dinge, die jetzt in der Ukraine passieren, etwas naiv oder vielleicht ein bisschen idealistisch oder vielleicht auch irgendwo zu sehr pazifistisch angehaucht. Aber ich sage Ihnen eines, wenn wir in Europa es nicht schaffen, hier zu einem Friedensprojekt die sozusagen die wehrhafte Seite dazuzugeben, dann wird es problematisch. Aber die wehrhafte Seite kann niemals umstandslos einfach nur NATO-Beitritt sein, sondern wir müssen schauen, welche europäischen Interessen, und da schließe ich durchaus auch die Ukraine und andere Staaten im Osten ein, gemeinsam und vielleicht auch ergebnisoffen zu diskutieren, wie wir eigentlich Sicherheit im 21. Jahrhundert jetzt definieren. Und noch ein letzter Gedanke. Es gibt ohne Russland keine Friedensordnung in Europa. Das müssen wir uns leider auch zur Kenntnis nehmen. Ja, und damit müssen wir arbeiten. Also, ich kann jetzt nur mal einen Satz von Ihnen nehmen, kurz, Herr Stenzel. Ich glaube, man sollte sich an den Spitzendiplomaten, den amerikanischen George F. Kennan, erinnern, der in Litauen war viele Jahre, einer der größten Vordenker, von strategischen Vordenker des Westens, der hat von Containment, von Eingrenzungsstrategie gesprochen. Und ich glaube, an diese Eingrenzungsstrategie sollte man sich wieder erinnern. Im politischen Sinn hat er es gemeint, nicht im militärischen. Das sollte man in Sachen Ukraine und Russland bewerkstelligen. Herr Habsburg, ein Satz dazu? Ganz kurz nur, wenn Russland heute von einer Neutralität der Ukraine spricht, dann meint es eine Neutralisierung der Ukraine und nicht eine Neutralität. Und man sollte die österreichische Geschichte als Beispiel nehmen, weil damals wollte uns die Sowjetunion Österreich auch neutralisieren. Und erst die amerikanische Intervention hat dazu geführt, dass sich Österreich zu einer wehrhaften Neutralität nach Schweizer Vorbild bekannt hat. Und da muss man sagen, das ist natürlich schon ganz was anderes. Und auch da muss man sehen, es gibt auch so, genau wie Sie gesagt haben, Herr Botschafter, verschiedene Abwägungen, die man hier sehen könnte. Herr Botschafter, zum Schluss, wie bewerten Sie die Stellung Österreichs? Ich möchte nur sagen, dass es hier immerhin zu kurz kommt, dass dieser schreckliche Krieg nur ein paar hundert Kilometer von hier entfernt ist, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn wir über die Sicherheit in Europa reden, dann ist das schon klar, dass wenn die Ukraine sich nicht durchsetzt, dann muss man sich auch fragen, welches Land das nächste sein könnte. Das ist auch die Realität, darüber haben wir nicht gesprochen. Das heißt, es ist jetzt auch die Gelegenheit, dass wir diesen Krieg in der Ukraine durch beenden und dass wir auch so hier die Voraussetzungen auch schaffen für die weitere Sicherheitsordnung. Diese Sicherheitsordnung in Europa muss auch anders, wird es auch anders aussehen müssen. Mhm. Und hier kann die Ukraine hier sehr, sehr aktiv mitbeteiligt werden. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Diskussion und den engagierten Austausch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf puls24.at. Falls Sie den Anfang versäumt haben, danke fürs Dabeisein.